So, liebe Fußballfreunde, es ist wieder Mittwoch. Vorige Woche mussten wir mal ausfallen lassen, waren alle unpässlich. Ja, alle krank. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns nochmal. Mich hat so erwischt, dass ich jetzt hier sitzen muss hier. Kleine Fuß-OP. Kriegen wir aber alles hin. So, da müssen wir natürlich auch ein bisschen zurückspulen, Florian, nämlich bis zu vor zwei Wochen. Vorige Woche. Und zwar haben wir da zu Hause gespielt, hierhin. Ja, so bei euch Mäuscher. Genau. War eigentlich so ein schönes Spiel, aber leider konnten wir es nicht gewinnen. Florian, wie haben wir gespielt? Oder meisten werden es ja schon wissen. 2-0 verloren. Genau. Halbzeitstand war 0-0. Ja, man können wir nicht an so stehen lassen, weil das hört sich an, als wenn wir total Loser sind, aber leider war es eigentlich schade, war eigentlich anders, ja. Gerade die zweite Halbzeit war dann auch klar besser, würde ich sagen. Ich habe ja dann auch zugeguckt, ihr habt 11 Meter verschossen, Seppo noch eine große Chance. Ihr habt, ich denke mal, hättet die Chance reingemacht oder 11 Meter, hätten wir vielleicht auch das Spiel gewonnen. Ja, was dann ein bisschen der Knackpunkt war, war so, naja, fast schon Ende zweiter Halbzeit, wo wir den Elfer kriegen und im Gegenzug verhalten wir uns unklug und provozieren auch 11 Meter, wo was meint man sicher, weil das schon an der Außen war, hätte verhindern müssen und die schießen ihren rein, naja, da waren noch ein paar Minuten zu spielen, entweder hopp oder top, du kannst eigentlich nicht 1-0 verlieren, entweder 2-0 oder machst du es 1-1 noch. Und genau so ist es passiert, sodass wir eigentlich mit der Mannschaftsleistung war ich eigentlich sehr zufrieden, haben alle gekämpft, gemacht. Also das Ergebnis tut da ein bisschen drüber wegtäuschen, aber natürlich keinen Punkt eingefahren. Das nützt ja nun alles nichts. Aber schlechter wäre es nur gewesen, wenn wir keine Chance gehabt hätten oder irgendwas. Aber ich fand schon, das war schon eine brauchbare Leistung. Natürlich wollen wir hier noch sagen, wie der Zweite gespielt hat, Florian. Der Zweite hat auswärts gespielt in Dornstedt. Dornstedt oder die war ach, ja, die Mittelfeld. Schon, ja. Gut, haben 3-0 verloren. Ja, da war, Schluss, ja. Genau, da war ich mit. Und wir sind so, ich sag's mal, 10 Minuten vor weggefahren, weil wir ja hier dann gespielt haben. War ja so, dass wir nicht alle Bethlehem gespielt haben. Und da stand es 0-0. Auf einmal kommen sie an und sagen, wir haben 3-0 verloren. Wir hätten sowas. In der letzten Minute muss jede Minute durchgefallen sein. Ja, der zweite Weses ist ja dann passiert. Irgendwie haben sie eh nie gekriegt und da wollten sie noch was machen. Ist eigentlich nicht richtig zu erklären, wie man die letzten Minuten so durchkriegen kann. Aber es nützt nichts, müssen sie durch und machen sie natürlich auch. Ja, die Woche jetzt, Florian, da haben wir gespielt gegen? Ja, den Zirchen. Ja, zweite. Und der zweite, den Lützkendorf. Genau. Und der Ajun ist wieder eingestiegen. Ja. Gegen? Gegen Balkstedt. Laura. Laura. Nein, nur. Also ist eine Spielgemeinschaft Balkstedt und Laura. Und ja, fangen wir mit der zweiten an. Hier in Lützkendorf. 1-0 verloren. Von spielerischen her verloren. Hast du mir überhaupt mitgeguckt? Ich hatte ein bisschen geguckt, ja. Ja, war nicht viel los. Gewesen, ja. War auch unglücklich von unserer Seite her das Tor. Und danach war es, ja, war spielerisch nicht so besonders. Es war eher ein Spiel von der rauen Art und ja. Mittelfeld. Es war nicht viel mit Torschancen. Ja, und wenn wir Torschancen waren, dann eigentlich auch. Lützkendorf hat das eine Ding gemacht und das war es eigentlich. Viel mehr könnte man dazu auch nicht sagen. Ja, dann zu unserem Spiel. Ergebnis hatten wir schon gesagt, ja. Nee, hatten wir nicht. 1-1, habt ihr ja sicher schon geguckt. Halbzeit 0-0. Und was war wieder passiert, Florian? Wird der 11 Meter verschossen. Ja, diesmal nicht verschossen, sondern gehalten, aber sieht sowieso nicht weiter. Ja, also zurzeit haben wir da mit den Elfer kein Glück. Aber spielt keine Rolle. Weil wir das Spiel ja zumindest unentschieden gespielt haben und einen Punkt geholt haben. Dann haben die ein Zwischen sind 1-0 in Führung gegangen. Und wer hat dann gleich wieder zurückgeschlagen? Weiß nicht, Schlumper. Ja. Und wer hat sie geschossen? Ich. Naja, war gut. War gut gemacht, vorgelegt und nicht lange überlegt, reingeschossen. Und ich fand, das Spiel war immer noch besser, wie gegen Merseburg-Mauschau nicht besonders einen Punkt geholt haben. Und Zwischen so eine starke Mannschaft, da muss man erstmal gewinnen, sind nämlich schon offen. Wo sind sie überhaupt hier gelandet? Achso, ja, bei mir, weil sie unentschieden gespielt haben, da sind sicher Pausen vorbeigerückt, ja. Weil die waren, glaube ich, vorher Vierter. Ja, also von der Seite her haben wir da nicht die Probleme. Vor allem steht uns Abwehr recht gut mit der Boden hinten im Tor, lassen ganz wenig zu.
Aber war auch das Tor war nicht so rausgespielt von den Zeugen, sondern Stefan wollten unterbrunnen lassen. Und da wollten in die Hand nehmen, hat gesehen, er war schon außerhalb vom 16er, wollten dann noch ein bisschen laufen lassen und da ist es ein bisschen unglücklich gewesen. Also mit der Abwehrleistung kann man zufrieden sein und dann wird das auch was. Brauchen wir uns hoffentlich keine Sorgen machen. So, wollen wir noch sagen, unsere A-Jugend, wie die gespielt haben? Der A-Jugend hat Sonntag gespielt, 5-2 gewonnen, zur Halbzeit stand es 1-1. Genau. Also hier war es ja so, dass Balkstedt 1-0 in Führung gegangen war. Ja, war ein bisschen unglücklich gewesen, aber passiert. Und deswegen ist es ja schön, dass es dann noch so Ergebnis kam. Und hier waren noch ein paar schöne Tore dabei. Und hier war auch ein Elfmeter dabei. Ja. Und Erik Hüller hat aber eiskalt um den Winkel gelegt. Und das hat er auch gut gemacht. Und die anderen drei Tore hat Lukas gemacht. Und ein super rausgespieltes Tor hat Sascha gemacht. Da hat Patrick den schön rübergelegt, sodass er allein aufs Tor. Also das war schon gut gemacht. War vom Spielerischen sicher noch nicht das Gelbe vom Ei, da können wir sicher noch zulegen. Aber fürs erste Spiel war das schon okay. Und das Dumme ist, jetzt setzen wir halt wieder aus mit der A-Jugend und dann spielen wir zu Hause gegen Naumburg Zweite. Also die A-Jugend-Fans müssen noch eine Woche warten. So, Florian, kommen wir zu unseren Spielen, die jetzt noch anstehen. Am Wochenende, genau. Wir spielen jetzt am Samstag in Nembitz. Wer es nicht weiß, ist neben Bad Dürnberg, kann man eigentlich fast schon sagen. Kurz vor Leipzig. Ja, da spielt ja zum Beispiel Seitenfaden Jan mit. Jan jetzt, glaube ich. Wenn er noch spielt. Mal sehen, ob wir ihn treffen. Er war jetzt kurz hier. Habe ich ihn noch nicht gefragt, weil ich nicht keine Zeit hatte. 15 Uhr und unser Zweite spielt. In Esperstedt. Genau. Und Esperstedt, wenn ich mich da recht entsinne, hier Marki, die waren recht weit oben. Ja. Vierter, fünfter. Naja, da werden wir mal sehen, was da passiert. 13 Uhr. Obwohl erstmal. Nee, ich wollte gerade sagen, weil hier. Nee, achso, Abfahrt. Abfahrt. Anschluss für alle Bete 15 Uhr. Achso, ja. Also alle 15 Uhr. Ich hätte mich gewundert, weil erstmal steht, der erste wird ja sicher nicht 13 Uhr spielen, wäre Quatsch. Nee. Ja, also alle unsere Daumen drücken. Vor allem für uns, für der erste ist es natürlich jetzt ganz wichtig in Nembitz. Ja, was so die Mitabstiegskandidaten sind, wenn man es mal so nennen will. Wäre wichtig, da auswärts Pünktchen mitzunehmen. Und die andere Woche dann Groß-Gräfendorf. Also das wären jetzt die 14 Tage, wo schon entscheidende Signale, nenne ich es mal, gegeben werden. Und da werden wir sehen, was wir da machen können. So, Florian, dann wollen wir wandern. Ihr wollt wandern in Halle? Ja. Man kann also in auch in Halle wandern. Ich habe erst gedacht, wir wandern in der Halle. Aber es war doch, habe mich schon gefreut, aber es war doch außerhalb. Und vor Halle, da wo die Überschwemmung war, gibt es auch dann so Heide, Aue und Saale, sowas. Saale, Elster, Aue. Gibt es auch so Niemandsland, wo man rumwandern kann. Ja, danach haben wir ein bisschen bei den Griechen essen, das ist ja das Wichtigste hier bei den ganzen Veranstaltungen. war gut gewesen, hat Olli organisiert, hat er gut gemacht. Ja, und die nächste Wanderung ist dann auch nicht dieses Wochenende, sondern das nächste Wochenende. Werden wir euch nächste Woche nochmal genau Bescheid sagen. Esperstedt ist da, glaube ich, die Wanderroute. So, ja, dann. Ja, wo wir gerade beim Wandern sind. Florian, was ist mit unserem Wanderführer? Unser Wanderführer muss zur Kur. Er muss zur Kur, ja. Weil ich angeblich so viel geärgert habe. Und das muss ich wieder gut machen. Und da habe ich schon mit einigen Kurpatienten gesprochen. Und die haben mir gesagt, da gibt es immer solche schönen Veranstaltungen. Zum Beispiel Schwimmen. Basteln. Seitenmalerei. Da habe ich schon schwer gelacht, ja. Also, Holger, da braucht Seide. Ja, um sie dann zu bemalen. Also an alle, wer also zu Hause noch ein Stück Seide übrig hat, bitte auf den Sportplatz abgeben, dass Holger da nicht unvorbereitet zur Kur fährt. Wir brauchen unbedingt Seide. Ja? Florian, was sagst du? Kann ich auch nicht hingucken, Junge. Naja, es war wie es erwartet ist. Wir gucken ja nebenbei noch ein bisschen Fußball. Soll ich dazu sagen, Holger wird sich schon ein Hobby suchen. Ja. Wenn nicht, suchst du immer eine Frau. Ja, das sind doch immer solche Veranstaltungen, solche Tanzveranstaltungen. Aber bei den Herzkranken weiß ich nicht. Ne, meist im Schwimmbecken dann. Im Schwimmbecken, ja. Ja. Nicht, dass Holger dein Schild auf solchen. Das sind immer solche Schwimmdinger, ja. Schön, dass sich Schöne sich bewegt. Naja, vielleicht fahren wir mal besuchen. Wo ist er überhaupt? Er ist in, soll ich nicht verraten. Ja, ich will. Ich soll ihn nicht verraten, aber es ist in Barbie. Mit Y, falls er sagt. Ja, er will keinen Besuch empfangen. Aber das ist uns royal. Mal gehen da einfach hin. Das Problem wird sein, wenn wir ihn besucht haben, da ist die ganze Kur vom Sitz gewesen.
mehr Stress, als wenn sie jetzt eine Kuh eingebracht hat. Aber mal sehen. Ich habe ein Foto von dir unten an der Info hier. Der darf nicht rein. Ja, ich, ja, eigentlich haben wir da rumgesponnen. Er soll ein Video darüber führen, aber das macht er wahrscheinlich nicht. So, wollen wir euch nicht lange aufhalten. Der Bürgermeister wollte eigentlich auch noch mal kommen und hier vorsingen. Er ist unpässlich heute, aber wir werden mal sehen, ob wir dann noch diverse... Also ich habe schon wunderbare Gesangskünste gehört von Licky Lee, also das wird was. Ja, ich bin nicht Bullen, ja, ich kann das nicht entscheiden mit der Musik, aber es ist schon, er übt schon, das ist okay. Ja, wir werden also mal sehen, ob wir ihn irgendwie vor der Kamera ziehen können, bevor er dann seinen großen Auftritt in Berlin hat. Ich komme nicht aus Brez. Ja, und wir müssen natürlich noch dazu sagen, wir meinen natürlich nicht den Bürgermeister Weißen Schirmbach, der mir ja schon gesagt hat, sondern natürlich den, Anführungsstrichen oben, Bürgermeister, ja, meinen wir natürlich. Und nicht, dass es da Verwechslungen gibt, dass man so denkt, ja, da hinkelt einfach, fährt so DSDS-Casting, sondern es ist der Bürgermeister. Genau. So, wollen wir euch nicht lange aufhalten, Speicher ist teuer. Tschüss. Macht's gut, Dina.